So, willkommen zurück im SM-Studio von Buxtehude. Schauen wir uns mal weiter hier um. Ich höre schon wieder in meinem Kopf lauter Fliegen. Okay. Können wir? Aha, können wir. Wir können. So, ich hoffe, die Facecam ist jetzt auch wieder in Ordnung. Zum Glück konnte ich gestern nur eine Folge aufnehmen, sonst hätte ich mehrere mit dieser kaputten Facecam. Ich weiß nicht, was los war. Aber ich hoffe, jetzt ist wieder alles okay. Was zur Hölle ist das, Herr tote Leute? Mit viel Gedärm. Ach du Scheiße. Ah, shit. Was denn? Tote haben wir jetzt schon genug gesehen. Da sollten wir uns mal langsam dran gewöhnt haben. Irgendwann bricht hier so ein Vorsprung ab und wir fallen eh runter. Garantiert. Aber diesmal noch nicht. Oh ne. Achso, ich dachte, das ist ein Typ mit der Taschenlampe. Das ist... Ne. Okay. So. Gott weiß, was ich getan habe. Und er zwingt meinen Blick darauf, wenn ich schwach bin und Angst habe. Es war nicht seine Schuld, dass ich Judah nicht schwimmen konnte oder dass er mich nehmen wollte. Ich hätte ihn gerettet, hätte ich die Kraft gehabt. Ich zweifle nicht an dir, Herr, doch bitte zwinge mich nicht Tag und Nacht von solchen Träumen heimgesucht zu werden. Ich kann ihn nicht mehr ertrinken sehen. Nimm meinen Tod als Buße, denn ich trage Papa Knots Tod und leide Schmerzen, wie ich sie noch nie kannte. Das Kind in mir muss der Erzdämon sein. Bei den Albträumen und dem Leid, in und um mir, ich bin dein. Boah, gibt's ja auch mal Texte, mit denen wir was anfangen können? Das ist alles nur Gebrabbel. Dummes Satanisten, nee, Sektengebrabbel. Religiöses Geblubber, das ging mir schon in, wie ist das Spiel? Like Clay so auf den Senkel. Batterien haben wir eigentlich am Start. The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Wundert mich, dass wir so viel haben. Aber gut. Das ist auch schon eine schöne Gartendekoration hier für das Blumenbeet. Und wieder eine Gitarre. Stöhn. Spät haben wir es denn? Kurz vor Mitternacht. He's in the house! Fuck! Na, ist ja toll. Fuck die Henne! Wo kommt der Idiot von hinten plötzlich her? Joke. Oh, das war cool. Hep. Aua. Lauf, lauf. Wo lang? Drüber. Hier. Coole Musik. Fuck! Bin ich überhaupt richtig? Ich hoffe. Das Gefühl hier war schon mal. Ah, toll. Ah, da kommt schon. Bin ich verfolgt? Verfolgt? Ah, klasse. Irgendwo ein Loch im Zaun, scheint mich so zu sein. Aua. Nee. Das war genau der falsche Weg. Aber okay, habe ich erstmal
Vorsprung. Zeit, meine Gedanken zu sortieren. Ah, wo muss ich denn jetzt hier hin? Ja! Komm, 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 hau ab! Spacko! Ja, schön, dass man mich dann umdreht. Ah! Oh! Scheiße. He's in the house! Fick dich doch. Hier? Ja. It's your flesh. It's possible. Let the bones be burned. Tja, also das ist der falsche Weg auf jeden Fall. Unter diesem Durchschlupf komme ich jetzt auch nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Da steht der Idiot. Was bleibt nur das? Wohin? Das ist auch gut hier. Ne, es scheint irgendwie doch zu stimmen, weil dieser Effekt, den kannte ich noch nicht. Der wäre nicht, wenn ich hier nicht entlang müsste. Da vorne sehe ich Licht, vielleicht hier hin. Ah, Moment. Ah, okidoki. Was interagieren? Ah, okay. Kablam. Scheiße. Komm ich hier weg? Nö, ne? Ah, doch. Schön, dass wir uns so flach machen können. Ach, ein Bett. Komm, legen wir uns pennen. So, jetzt direkt hier beim Bett geht's nicht weiter. Also direkt hier weiter. Ah ja, okay. Ah, endlich Ruhe im Karton. Die Bibel kann mir jetzt auch nicht mehr helfen. Kannst du dich verstecken? Ja, ja. Ist schon klar. Hallo? Hallo? Endlich mal wieder ein Verband.
Hi! Mr. Unterhemd. Was sind diese ganzen Gitarren hier? Ah, ah. Hi, Oma. What the fuck? Am I losing it? Ist alles, was du zu sagen hast? Ja, natürlich bist du wahnsinnig. Don't be afraid. You're going to heaven. Irgendwas nehmen oder machen? Oh, Moment. Nö. Ich hab keine Ahnung. Hier oben. Da ist noch eine Tür. Lecker. Ziel: Die Kinder sollen ihre Pflicht nicht fürchten, sondern sich an ihr erfreuen, denn sie sichert ihnen einen Platz im Himmel. Denk daran, im Himmel ist kein Schmerz. Papa gab dir Leben und dein Leben ist sein. Gott gab dir Leben und dein Leben ist sein. Du kannst der Feind sein, ohne es zu wissen. Angst ist die Waffe des Feindes. Gott kennt den Weg. Beschäftigen, studieren. Der Wal rettet Jonah vor dem Ertrinken. Jesus in der Wüste mit Satan. Abraham tötete Isaak im Herzen. Projekt. Engel zeichnen. Wer könnte der Feind sein? Okay. Hausaufgaben. Wir zeichnen einen Engel. Verstecken will ich mich jetzt nicht. Ah ja. Na toll. Ich bin also dumm. Ja, mit Control. Ich hätte runterrutschen sollen. Okay, beim nächsten Mal vielleicht. Wenn ich es bis dann nicht wieder vergessen habe. Okay, der wieder mit der schlechten Rechtschreibung. Juliana. Was? Frau Carson hat gesagt, ich darf nicht sagen, was sie machen werden. Aber sie hat nicht gesagt, dass ich nicht schreiben darf. Bitte lasst sie mich nicht töten. Ich liebe dich und Papi. Juliana. How do I get over there? Wie kommt's? Auf was draufstellen.
Haben wir da was Passendes? Warte mal. Was zum Draufstellen? Ah! Der alte Wagen! Mit links, okay, schieb, schieb, schieb. Inri! Jesus! Okay. War ich hier nicht schon mal? Kommt mir irgendwie bekannt vor hier die Gegend. Okay, ich gehe erstmal zu der Kreuzigung. Vielleicht muss ich die ja filmen. What the fucking fuck? Okay. Das ist die Bekloppte, die wo mich langsam verfolgt, zum Glück. Schön, wie du singst. Bewerb dich mal bei Dieter Bohlen. Fuck. Verband. Batterie wäre mal wieder ganz nice. Dankeschön. Was haben wir denn da wieder? Oh Herr, ich bereue von ganzem Herzen, den Propheten Ezekiel beleidigt zu haben. Und ich verabscheue jene Sünden, denn ich beleidigte meinen Herrn, der gut ist und meine Liebe verdient. Ich verdiene und ersehne dir die Strafe, bis mir eine Zeit gegeben ist, zu der ich durch deine Liebe und Gnade und die des Propheten Knots nicht mehr sündige. Ist die Alte immer noch hier am Start? Ich denke, ich höre sie noch trällern. Ihr Liedchen trällern. Okay, hier kann ich bestimmt durch. Einen Augenblick. Fuck! Okay. Ich gehe sofort durch. Scheiße! Die Bekloppte schon wieder. Ach, scheiße! Ich hab gar nicht gewusst, dass sie so nah an mir dran ist. Aua. Fuck, ich bin leicht verletzt. Alter, warum bist du so schnell? Danke. Ich glaube, ich bin jetzt hier schon 50 Mal mehr gestorben als in Outlast 1 komplett.
Ja, stimmt. Hier ist wieder so ein dämlicher Heuwagen. Fick dich doch, du Scheiß! Satanistenhure, du! Ist sie noch hier? Ah, okay. Ich denke, ich muss das so etappenweise machen hier. Diesen blöden Wagen. Okay, sie kommt. Hep! Weiterschieben. Lauf doch, du Vollpfosten! Dumme! So dumm bist du! Okay, und weiter. Ah, jetzt kann er nicht mehr laufen. Weiter, 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 weiter. Hoch, 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 hoch. Hoch, 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 hoch. Der war gut. In your face, bitch. Ach so, ich dachte, die Alte sagt mir das jetzt. Du blutest, du musst einen Verband finden. Nein. So nett ist sie nicht. Lass bluten, lass bluten. Blut tut gut. Hallo. Ich glaube, diese Türen können wir alle nicht öffnen, wo dieses Blut dran klebt. The chapel is supposed to be sanctuary. The chapel. The chapel. Okay, war das schon unsere Aufgabe? The chapel's gotta be close. Geh zur Kapelle. Jo. Hallöchen. An den Pfarrer, Propheten Sullivan Knode von Lel Byron, niedergeschrieben von Nick Tremblay. Danke für die... was eine Sau... Lauer... Meine Herde beschwert sich, dass du ihnen mehr versprochen als gegeben hast. Und obwohl ich sie ohne Probleme mit dem Tenor... Ciao. So, hoppala. Gerade mal aus der Szene auf die falsche Taste gekommen. Okay. Wird auch gleich mal Zeit, die Folge zu beenden. Ich warte noch geschwind, bis das Spiel speichert. Mary. No. Who's there? Who are you?
My name's Blake. The outsider. The father. I'm not anybody's father. I just... Kill me. You have to kill me. Okay, kein Problem. Noth is coming back. With Mary. He'll hurt her and I'll talk. If you kill me, he Judas. Won't have reason to hurt her. Please. Ja, Judas. Damit schönen Gruß an alle Dortmund-Fans und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bye, bye.